Yesterday von den Beatles. Ein Song, den jeder kennt. Anders ist das mit dem Instrument. Ich persönlich habe so eine Art von Saxophon jedenfalls noch nie gesehen. Wir werden mal klären, was es damit auf sich hat. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen, Christian Bialas bei Wir in Bayern. Hallo, hallo Christian. Hallo, ich freue mich genauso. Du bist derjenige, der dieses Instrument gerade gespielt hat. Was hat es denn damit auf sich? Was ist denn das für eins? Das ist im Prinzip ein Taschensaxophon in der konischen Bauweise aus Holz. Aha. Und gestimmt wie eine Flöte zum Mitnehmen und drauf losspielen. Ein Taschensaxophon, das Saxophon im Kleinformat. Bist du dann Taschensaxophonbauer oder wie nennst du das? So kann man das sagen, genau, ja, richtig, richtig. In verschiedenen Ausführungen. In verschiedenen Ausführungen. Genau. Und das Ganze hat natürlich auch einen Hintergrund und eine spannende Hintergrundgeschichte. Darüber wollen wir sprechen heute. Schön, dass du da bist. Gerne. Ich sag nur, wir in Bayern, da ist heute echt Musik drin. 1A, perfekt. Und liebe Zuschauer, in ein paar Minuten werden Sie also hören, was der Andi uns da genau zu erzählen hat. Und ansonsten habe ich Ihnen ja schon zu Beginn der Sendung gesagt, da ist heute Musik drin. Das liegt an unserem Gast Christian Bialas. Er ist Holzsaxophonbauer. Und du entschuldigst mich, wenn ich mich mal kurz zum Christian begebe. Christian. Servus, grüß dich. Servus nochmal und herzlich willkommen. Du hast ja am Anfang schon ein kurzes Musikstück gespielt von den Beatles. Und es klang auf diesem kleinen Holzsaxophon ziemlich beeindruckend. Kannst du es einfach noch mal hochnehmen, damit wir sehen, worüber wir reden? Also das Ding sieht schon wirklich nach Marke Eigenbau aus. Also diese hier sind relativ Marke Eigenbau. Es steckt schon auch viel dahinter, weil das ist hier eigentlich ein konisch gedrechseltes Mittelstück. Und dieser Bambus, der bringt noch so dieses gewisse Urige noch mit rein in diese Variante, genau. Diese Dinger baust du selber. Bist du der Einzige, der sowas baut? Also in der Variante bin ich auf jeden Fall der Einzigste. Ich weiß es nicht. Ich bin selten dabei, der sich in der Weltgeschichte dann bewegt, um zu schauen, wer da noch irgendwie was baut. Sondern ich bleibe da eigentlich immer auf meinem eigenen Weg. Aber so wie das jetzt gebaut ist, habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Genau. Du hast gerade ein Stichwort genannt, das finde ich ganz gut. Weltgeschichte. Du bist zwar nicht in der Weltgeschichte unterwegs, um zu gucken, ob noch jemand anders solche Dinger baut, aber in der Weltgeschichte unterwegs trifft so dein Lebensweg eigentlich ganz gut bisher, oder? Bisher trifft er den eigentlich ganz gut, genau. Und daher kam dann auch die Idee im Endeffekt, weil ich war in Spanien auch und habe da auch eine Zeit lang gelebt und habe da angefangen aus Kanya. Das sind diese Schilfrohr, die überall am Straßenrand wachsen. Genau. Die sind ja im Endeffekt aufgebaut wie Bambus, innen hohl mit ein paar Internodien, die man dann eben durchstechen kann und so weiter. Und da ich bin jetzt selten einer, der jetzt die ganze Zeit am Strand liegt und Däumchen dreht und sich sonnt, sondern ich muss immer irgendwas tun. Und da habe ich dann angefangen, eben aus diesem Kanya Löcher zu bohren und ein Saxophon-Mundstück zu imitieren. Im Endeffekt durch dieses Ding und dann, weil das ist ja auch nur ein Stück Rohr, wo dann hier oben das eigentlich abgelegt ist, da muss man noch eine Holzplatte drüber kleben, hier diese Kammer, wie man so sieht, diese Kammer hier eigentlich noch reinschnitzen und diese Bahnöffnung quasi, dass das Blättchen da frei schwingen kann, das kann man eigentlich auch handwerklich relativ leicht machen, sage ich mal. Und habe ich das da drauf geklebt und habe dann angefangen zu stimmen. Und als dann ich angefangen habe zu stimmen, haben die Leute am Strand eben gemerkt, was ich da mache und so weiter. Und dann kam der erste Spanier, Chico, ¿qué pasa? Ich will auch so eins. So, dann habe ich ihm das gerne gemacht, weil ich das total toll fand, dass das auch noch jemand irgendwie interessant fand eben. Und dann habe ich das dem geschenkt. Und dann am nächsten Tag habe ich mir noch mal eins gebaut, wieder am gleichen Punkt. Dann kam der nächste und sagte, er möchte eins, das ist schön, oder? Und dann habe ich gemeint, okay. Scheint ein Business zu werden. Genau, ja, ich möchte dafür vielleicht einen Zehner, weil sonst sitze ich ja hier die ganze Zeit und baue diese Saxophone aus Kanya eben. Und so ging das dann los. Und dann habe ich eben angefangen, mir beim Chino, das sind diese spanischen 1-Euro-Läden, wo immer die Chinesen quasi den besetzen, und dann mir noch eine Säge gekauft für 2 Euro. Und dann immer professioneller ging das dann schon in dem Urlaub vonstatten quasi. Und ich musste nirgendwo hin. Ich hatte meinen Laden am Strand quasi, so ging das los. Und da habe ich dann gedacht, okay, das kommt an. Und das war schon mal das erste Feedback, was ich dann gekriegt habe, so von der Idee raus. Und dabei bin ich dann geblieben. Mega. Also, wenn ich sage, du bist so eine Art Lebenskünstler, der nimmt, was kommt, trifft's das? Ja, sagen mir viele nach, ja. Wie siehst du es selber? Gut, selber Lebenskünstler. Ich habe halt aus der Situation dann im Prinzip, ich habe einen kleinen Perfektionierungswahn. Oder alles, was ich mache, muss ich dann auch ein bisschen mehr durchleuchten und bin dann da auch drin in der Materie und so. Und da bin ich dann halt einfach dabei geblieben, weil mir Klang
von vornherein schon immer gut gefallen hat. Ich habe mit 15 habe ich mal angefangen, Didgeridoo zu spielen zum Beispiel. Das ist dieses australische Rohr. Genau. Da kam jemand mit einem Baumarktrohr einfach, ein Freund von mir. Und der hat gemeint, schau mal, das findet er super und so. Und da bin ich total bei geblieben, weil ich das total faszinierend war. Und dann habe ich gemerkt, ah, das kann man auch aus Holz bauen, weil die Originalen sind aus Holz. Und so ging das dann los im Endeffekt, dass ich dann eben nach Holz ausgehöhlt habe im Endeffekt. Weil so sind... Also das heißt... Das Thema Musikinstrumente oder das Thema Klang per se muss ja schon immer irgendwo dich fasziniert haben, weil ich würde gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich baue jetzt da ein Mundstück, ich wüsste gar nicht, wie sowas aussieht. Also du musst ja schon eine Vorahnung gehabt haben. Voll, ich war schon immer interessiert an Sound und da war ich auch mal eine Zeit lang auf den Kanarischen Inseln und da habe ich von jemandem das Flötenbauen gelehrt bekommen. Und na, unterschiedlichste Flötenarten quasi. Und es hat mich auch schon fasziniert, wie man einfach nur aus einem Stück Kanya, da war das eben auch Kanya, daher schon irgendwie die Vorabinformation für mich, dass man aus so einem Schilfrohr Sound machen kann. Und bist du jetzt ein begnadeter Musiker oder ist dir der Sound per se das Entscheidende? Ich habe lange probiert, Musik auch zu machen. Und ich mache auch gerne Musik, aber ich habe natürlich auch auf dem Weg gemerkt, ich bin eigentlich mehr der mit der Materie zu tun hat und der da mehr so seine Talente hat. Weil in der musikalischen Richtung fehlt mir das Talent, um ehrlich zu sein. Okay, aber das machst du richtig gut. Offensichtlich, du hast erzählt, die ersten hast du dann für einen Zehner verkauft. Jetzt ist es ja deutlich professioneller. Was kostet ein echter Bialas heute? Der echte Bialas heute, also der hier, der kostet 129 Euro mit diesem Mundstück und dem Anleitungsheft und so weiter. Und genau, da sind wir jetzt bei geblieben. Diese Entwicklung vom Hobby oder von der Beschäftigung am Strand und nicht nur in der Sonne brutzeln hin zum Verkaufsschlager, war das in irgendeiner Form absehbar? Weil du hast gesagt, Perfektionismus, viele machen es ja so, wenn sie dann das perfektioniert haben, interessiert sie es nicht mehr. Wie ist es bei dir? Bei mir geht es in die ähnliche Richtung, sage ich mal, aber so dieses daraus ein Business zu machen oder daraus meinen Lebensweg weiter, dass das ein Teil von meinem Lebensweg weiter ist, der ging eigentlich rasend schnell, weil ich habe dann angefangen, als ich wieder zurück bin vom Strand in Tarifa, bin ich nach Katalonien, weil ich da eine Zeit lang gewohnt habe und da habe ich angefangen eben mir einen kleinen Space zu machen, wo ich dann wirklich die Saxophone auch baue. Und da habe ich dann angefangen eben die, weil das ist ja alles im Prinzip ein gerades Stück, dass ich dann noch größere Kanyas nehme, um dann eben so diese Trichterform. Da hatte ich dann nur zwei Trichter, aber das fand ich schon super. Und so bin ich dann quasi immer weitergegangen und habe das dann probiert, schon damals immer weiter zu perfektionieren und bin dann da auf Medieval-Märkte oder Kunsthandwerkermärkte gegangen, hatte da meinen kleinen Karton dabei. Ich habe jetzt leider kein Foto hier, weil es ist, ist für mich selber auch immer sehr lustig, das dann noch alles zu sehen, weil ich hatte dann da, teilweise habe ich mir dann von einem Bauern Kuhhörner organisiert, wo ich dann den Trichter, wo ich dann die Spitze abgesägt habe und das dann hier so schön dran gemacht habe und so und aus Schuhsohle noch irgend so eine Mechanik dran gemacht und so weiter. So habe ich da rumexperimentiert und bin dann auf den Markt gegangen und habe die verkauft. Und irgendwann abends in der Bar, als man sich dann so mit den ganzen Märklern quasi noch getroffen hat auf dem Bier und so, hieß es immer, ah, el Alemán avec los Saxofones. Der Deutsche mit den Saxophonen. Der Deutsche mit den Saxophonen, genau. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, das hat Zukunft quasi. Also die Leute lieben das, die Leute mögen das. Klasse Geschichte. Ich finde das super, wie manchmal Menschen zu ihrer Profession finden. Und deine Geschichten, da höre ich noch sehr viel lieber zu, weil sie auch noch mit diesem Lebenskünstler-Aspekt für mich verbunden sind. Ich freue mich schon auf Teil 2 unseres Gesprächs. Christian Bialas, El Alemán con las Saxofones, heute bei Wir in Bayern. Und wir machen einen Ausflug, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach Bad Brückenau in der Rhön. Nicht Stunden am Stück dastehen, sondern halt mal eine Viertelstunde. Und dann hast du wieder eine Ruhepause und machst das. Das ist eigentlich die Logistik dabei. Okay. Sepp, ich habe eine Frage. Ja. Spielst du ein Instrument? Nein, Herr Michi, die künstlerische, also die musikalische Ader ist an der Familie Schwalber, aber sowas von vorbeigerauscht. Das kann ich da gar nicht sagen. Wie, also Timbuktu ist noch näher als wie... Okay. Nein, tut mir leid, aber ich finde es cool. Also es hört sich super an und ich finde es begeisternd, wie jemand aus einem Schilfrohr oder sowas, so ein Rohr was macht. Cool. Das ist genau das, was mich auch so fasziniert. Ja. Und du redest von Christian Bialas, meinem Gast heute. Und siehst du, Christian, du faszinierst schon hier die ganze Wir-in-Bayern-Familie mit dem, was du da machst. Und ich kann dir Mut zusprechen. Also das Ding, das ist wirklich auch, wenn man keine musikalische Ader hat, da hat man, man hat trotzdem Spaß. Ja, Spaß schon, aber auch, ob es jemand hören will, weißt du, ist das andere. Ja, genau. Ja, okay, Spaß hat er, aber er ist halt so talentfrei, genauso wie ich. Aber Sepp,
vielleicht alle meine Entchen, das könntest du noch schaffen. Vielleicht. Ja. Ja. Aber das mache ich dann wirklich nur im Bad alleine, danke. Okay. Christian, du dagegen kannst diese Instrumente, die du selber baust, und der Sepp hat es ja auch gerade gesagt, für diejenigen, die jetzt erst einschalten, das Ganze hat sich entwickelt aus einer Beschäftigung an einem Strand, wo du so aus Schilfrohr solche Dinge irgendwie angefangen hast zusammenzuschrauben und wurde dann sehr professionell. Wir können gleich noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, aber damit wir mal eine Idee haben für alle, die jetzt dazukommen, wie das Ding klingt, kannst du uns ein kleines Stückchen, irgendein Musikstück spielen? Natürlich, klar, auf jeden Fall. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass ich so spannend finde, welche Dynamik man im Prinzip in das Spielen einbauen kann. Weil man hat ja hier einfach ein ganz normales Saxophon-Mundstück und man kann einfach von leise und laut, man kann sein Gefühl ziemlich da bringen. Lass den Gefühlen freien Lauf. Ach, du hast mir so eine Freude gemacht. Somewhere Over the Rainbow. Ich liebe dieses Stück. Der Zauberer von Oz. Sehr, sehr schön. Klingt wirklich mega, mega toll. Diese Dinger, die du selber baust. Angefangen hat es mit einem Schilfrohr. Heute ist das ziemlich professionalisiert, was du uns da mitgebracht hast. Richtig, ja. Unterschiedliche Modelle oder was ist das? Das sind jetzt unterschiedliche Modelle, genau. Und zwar habe ich mittlerweile oder schon vor Jahren angefangen, eben auch in die CNC 3D-Bearbeitung von Holz zu gehen quasi. Weil ich einfach dachte, ich muss dieses Stück noch in einer optisch perfekten Variante herstellen sozusagen. Und dann haben wir eben hier so, das ist jetzt Nussholz, wunderschönes Nussholz. Sieht toll aus. Und das ist im Prinzip einfach ein Stück. Das ist jetzt so fürs Design ist das, ist halt ein anderes Design. Der Sound und die Spielbarkeit und die Haltbarkeit und so, das ist alles das Gleiche. Aber trotzdem habe ich dann eben mich da noch in die Richtung gemacht. Mittlerweile habe ich dann eine CNC-Fräse in der Werkstatt stehen. Ich habe eine große Werkstatt, da steht eine CNC-Drehbank. Da ist im Prinzip alles professionalisiert. Weil sobald du nämlich auch im Endeffekt in die Richtung Instrumente gehst und du nimmst es dann auch ernst, dann musst du genau arbeiten, weil sonst stimmen natürlich die Töne nicht, sage ich jetzt mal. Was ist es, was die Menschen so fasziniert an diesen Instrumenten, die du baust? Das fing ja schon an am Strand in Spanien, wo du einfach aus dem Schilfrohr so eine Tröte, sage ich jetzt einfach mal banal, gemacht hast. Genau. Das war schon faszinierend. Und jetzt ist es ja mit den Dingern genauso. Du lebst davon. Was ist es? Ja, im Endeffekt ist es erstmal der Sound, der Klang. Weil durch dieses Holz hat man einfach so eine Weiche, so eine Wärme, die fürs Ohr faszinierend klingt quasi. Und dann ist es auch noch die Handlichkeit und die Einfachheit, es zu spielen. Weil du hast im Prinzip einfach ähnlich wie die irische Tin Whistle. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es hat eine ganz normale Dur-Mensur, also C, D, E, F, G, A, H, C. Und genauso ist es hier auch. Man muss da im Endeffekt nicht groß überlegen, sondern man nimmt es in die Hand, weiß oder merkt, wo die Löcher sind. Und dann kann man im Prinzip schon drauf losspielen. Sozusagen. Ist das einfacher als ein normales Saxophon? Ja, wesentlich einfacher, weil das normale Saxophon hat, glaube ich, ich glaube 23 verschiedene Griffkombinationen oder Tasten oder so. Und hier hat man das nicht. Okay. Also, genau. Finde ich schon mal positiv. Das wäre dann was für so Musikdeppen wie ein Sepp und mich. Genau, weil Aber gibt es denn trotzdem Musiker, die durchaus auch professioneller vielleicht spielen, die mal auf dich zugekommen sind und gesagt haben, hey, interessiert mich, gibt's sowas? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sowas freut mich dann natürlich immer extrem, wenn ich die Sachen baue und dann im Nachhinein sehe, das wird auch wirklich verwendet. Und zum Beispiel gibt es in Ulm eine Band, die heißt Roadstring Army. Das sind ganz tolle Musiker und die bauen das im Endeffekt in ihre Show mit ein. Es gibt noch eine Hangband, die, da sieht man das Bild vom Leadsänger. Und dann gibt es noch verschiedene Gruppen. Aber im Endeffekt, ich stehe auf dem Markt und ich weiß ja nicht genau, wer das jetzt kauft. Also so genau im Bilde bin ich nicht, wer jetzt für was das benutzt. Aber es gab zum Beispiel noch eine, die hat dann das auch verkauft mit mir zusammen, weil die super gespielt hat. Die hat das in der Schulband eingesetzt zum Beispiel. Es gibt ein paar Elektro-Tracks, da wird es mit eingebaut. Also es wird benutzt. Und das ist für mich natürlich eine Riesenfreude. Klar, das kann ich mir vorstellen.
Weil als es damals am Strand in Spanien losging, hast du ja nicht träumen lassen, dass das mal so weitergeht. Ich habe gehört, du warst auf diesem Kulturufer in Friedrichshafen. Ja, genau. Als ich dann in Katalonien eben mit dem Markt fertig war, bin ich dann eben nach Deutschland zurück. Und da hat ein Freund von mir, der lange Jahre auf dem Kulturufer da auch beschäftigt ist, hat mir gesagt, geh doch mal aufs Kulturufer. Und so habe ich dann eigentlich in Deutschland im Endeffekt den Durchbruch in die Richtung geschafft, dass ich eben da 10 Tage am Stück eben Feedback gekriegt habe, auch von den deutschen Leuten quasi. Und dann im Prinzip diesen ganzen Umsatz, den ich da generiert habe, mehr oder weniger komplett reinvestiert habe in Maschinen, in die Perfektion eben von dem Ganzen. Und eigentlich steht auch nur deswegen, stehen dann hier diese CNC-gefrästen Sachen da. Oder zum Beispiel auch dieses Mittelstück, was dann wirklich auch aufs Müh genau quasi bearbeitet ist. Was es dann eigentlich auch muss, damit man eben auch mit anderen Leuten zusammen spielen kann zum Beispiel. Nur Christian, eine Sache ist ja schon die Folge dessen, was du mir gerade erzählst. Am Anfang hatten wir festgestellt, du warst ein Weltenbummler, warst überall unterwegs und hast so ein bisschen dieses Lebenskünstler-Gen gehabt. Mittlerweile bist du Instrumentenbauer, der seine Werkstatt hat, der seine Maschinen hat, der sein Geld investiert hat. Heißt also jetzt mal eben, ich gehe mal für ein halbes Jahr nach Katalonien wieder oder an den Strand nach Spanien, ist nicht mehr so einfach. Fehlt dir das nicht? Nicht mehr so einfach. Es fehlt mir auch nicht, weil ich sehe einfach auch, ich bin ja in Lindau am Bodensee aufgewachsen und ich liebe diese Region und ich fühle mich da genauso wohl wie an anderen Plätzen auch quasi. Was ich aber erst durch meine Reisen erst mitbekommen habe, dass es eigentlich zu Hause am schönsten ist. Dass er daheim am schönsten ist. Genau. Diesen Satz möchte ich gerne so stehen lassen als Schlusssatz, weil da sprichst du vielen Menschen aus dem Herzen, die jetzt erst in dieser Pandemiezeit wieder gemerkt haben, was wir hier eigentlich haben und wie toll es ist. So ist es. Und du machst die Musik dazu. Ich fand das richtig klasse und du hast auf jeden Fall heute 2 neue Fans, auch wenn wir von Musik keine Ahnung haben, aber uns geht's wie dir, uns fasziniert der Klang. Den Sepp und mich hast du gewonnen. Schön, vielen Dank. Und bestimmt auch eine ganze Menge Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Christian Bialas, El Alemán con el Saxofón, der Deutsche mit dem Saxophon, heute bei mir in Bayern.